Hass. Was ist denn nun der Hass? Wenn es überläuft, das Fass? Oder ist er die Potenzierung von Dummheit, weil man sich völlig mit dem Leben entzweit? Oder ist eine natürliche Reaktion auf empfangenes Unrecht und Frohn? Oder ist er der gekippte Wein der Liebe? Was vorher schmeckte, ist jetzt trübe und steigert sich zur Bitterkeit, weil keiner zur Einsicht ist bereit und der Polarität fest die Sporen gibt, weil niemand niemanden wirklich liebt. Oder ist er der ach so bittersüße Saft der Rache? Was du getan, ich jetzt auch mit dir so mache. Oder ist er das Erbe von alten Gefühlen, die unseren Vorfahren schon nicht gefielen? Oder ist er der Vorreiter für den Schöpfer aller Dinge, dem Krieg, auf das er uns noch mehr Unheil bringe? Oder ist er ein ehrliches Gefühl, das auch beachtet werden will? Oder ist er der Ignoranz, großer Bruder, der sich aufhört wie ein mieses Luder? Oder ist er nur Fassade für das Streben nach der Macht, das Schüren seiner Glut eine Form der Niedertracht? Oder ist er die gerechte Ernte der Gehassten, die den Hasser vorher an die Gurgel fassten? Oder ist er die Folge von polarem Huhn-Ei-Huhn-Ei-Denken? Diese Denker sich den Kopf nicht nach der Weisheit verrenken. Oder ist er der, der erst wieder ruht, wenn wieder Feuer wurde aus der Glut? Oder ist er nur ein verletztes Herz, das nicht verwindet seinen Schmerz? Oder was ist Hass?